Hallo liebe Zuschauer, heute zeigen wir euch das Spiel Andor Junior. Heute stellen wir euch Andor vor, und zwar Andor Junior. Ich habe eigentlich schon überlegt, mit Elias irgendwann mal das große Legenden von Andor zu spielen. In dem Fall ein kooperatives Abenteuerspiel. Geht schon das Kennerspielniveau rein, also schon ein bisschen mehr Spielerfahrung benötigt ihr. Ist auch angegeben, ab 10 Jahre 2 bis 4 Spieler. Spielt sich unabhängig von der Spieleranzahl super. Wer es noch nicht kennt, schaut auf jeden Fall mal rein. Gibt es auch etliche Erweiterungen. So, und jetzt haben wir uns aber hier, und deswegen geht es ja um das Video, es geht um Andor Junior. Das ist quasi das kleine, das Kinder-Andor, könnte man sagen, auch ein kooperatives Abenteuerspiel für 2 bis 4 Spieler und ist ab 7 Jahre. So, die Alina ist 6 Jahre, der Elias 8, und die Alina hat alle Partien und alle Abenteuer mitgespielt, oder? Mhm. Das hast du auch super gemacht. Und angegeben ist es für 30 bis 45 Minuten, aber Alina, je nach Szenario. Also ihr spielt hier jetzt nicht 30 bis 45 Minuten und habt das Spiel durch. Wer Andor noch nicht kennt, ich hole ein bisschen aus, aber wer Andor kennt, sieht schon auf dem Spielplan. Wir sind Abenteurer, hier in dem Fall. Ich bin in dem Fall der Zwerg. So sieht man das jetzt ich hier. Ich bin der Kämpfer. Und die Alina ist die Bogenschützin und die Mama ist die Magierin. Und ich habe ich habe 9. Genau. Bist der und mit diesen Chips bewegen wir uns, gehen quasi auf andere Felder und kämpfen. So, diese Nebelplättchen, die sind am Anfang verdeckt. Bewegen wir uns also auf ein Plättchen zu, also auf ein und Nachbarfeld, da den dann müssen wir einen Chip abgeben. So. Dann muss die Mama einen Chip abgeben und decken das auf. Und dann würde die Silke, wir zeigen das einfach beispielhaft, es gibt nämlich nach ein paar Spielsequenzen, bekommt sie das Plättchen. In unterschiedlichen Abenteuern und Aufgaben, und 10 Stück gibt es davon, müssen wir unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Bei diesem ersten beispielsweise geht es darum, Kräuterplättchen zu sammeln, also Wolfskrautplättchen der gleichen Art. Und die müssen wir natürlich sammeln. Und dadurch wird das Spielmaterial auch immer wieder anders aufgebaut. Es gibt natürlich weitere Plättchen für weitere Aufgaben, und Ziel ist es, diese Aufgaben zu erfüllen, um natürlich im Abenteuer voranzukommen. Und 10 solcher Karten gibt es. Am Anfang, und so haben es mir gemacht, spielt er praktisch die Aufgaben durch, immer in gewisse Bereiche unterteilt, 1 bis 10 dann, immer so 2er bzw. 3er Karten zusammen und versucht die Abenteuer zu lösen. Wenn ihr das dann durchgespielt habt und geschafft habt, könnt ihr die auch mischen und dann einfach nach einer Variante dann versuchen, unterschiedlich das Ganze zu absolvieren, je nachdem, was für Aufgaben kommen. Und jetzt habe ich gerade überlegen müssen, was machen die denn? Die spielen jetzt quasi wieder von vorne, weil das Ganze auch super zu zweit geht. Das wird auch immer angegeben in der Anleitung. Ihr habt da auch keine große Anleitung, aber dazu später mehr im Fazit. Das heißt, ihr seht, die Kinder bewegen sich, nehmen die Scheiben weg, und habt ihr dann quasi alle Scheiben weg, dann könnt ihr ja nichts machen. Ich kann es zeigen mal. Ich gucke unter das. Okay, also ihr merkt, wir zeigen spielerisch. Wir zeigen euch aber auch noch ein paar Sequenzen in dem Fall. Ich würde sagen, wir schauen eine kleine Sequenz rein und dann sage ich noch, was am Ende der Runde passiert, weil ich glaube, das geht aus der Videosequenz nicht davor. Wir schauen einfach mal eine Sequenz herein. Unsere erste Partie, seht ihr jetzt hier auf der Kamera, da waren wir nicht so gut, da haben wir auch nicht gleich gewonnen. Und die Sequenz zeige ich euch jetzt gleich im Anschluss. Viel Spaß. Startkarte. Das Abenteuer beginnt, sobald ihr diese Karte umdreht. Seit dem großen Unwetter sehen die Helden von Andor eine Wolfsmutter ohne ihre Jungen unruhig um die Riedburg schleichen. Die jungen Wölfe wurden zuletzt jenseits des Flusses gesehen. Bestimmt haben sie sich in den Minen verlaufen. Los, lasst uns die Wölfe retten. Doch bevor die Helden zu ihrer Suche in den Minen aufbrechen können, gibt es noch einiges zu tun. Mart, der alte Brückenwächter, wird die Brücke erst freigeben, wenn ihr seine Aufgaben bewältigt habt. Erledigt zuerst die Aufgaben des Brückenwächters, macht euch dann auf den Weg in die Minen und findet die 3 Wolfsjungen. Unsere erste Aufgabe? Die erste Aufgabe. Die armen Wolfsjungen sind sicher ganz verängstigt. Wenn ihr euch ihnen unvorbereitet nähert, werden sie weglaufen. Damit sie euch vertrauen, müsst ihr den Duft von Wolfskraut bei euch tragen. Meine Helden, geht und sammelt das Kraut. Ohne braucht ihr die Brücke nicht zu überqueren.
Mindestens ein Held muss 2 Wolfskrautplättchen der gleichen Art besitzen. Ich schiebe ein Plättchen weg, einen Zeitmarker, und mache eine Aktion. Ich kann stehen bleiben, mich bewegen, in dem Fall nur ein Feld weiter. Ich kann auch mehr laufen, aber da, wo ich stehen bleibe, decke ich das Plättchen auf. Dann gehe ich hier hin und decke mal dieses Plättchen auf. Das Drachenblättchen. Jetzt würfel ich, wie weit der Drache geht. Und zwar mit dem roten Würfel. Er geht 2 Felder weit vor. Alina, darfst 2 Felder. 1, 2. Und das Nebelblättchen kommt dann aus dem Spiel. Dann ist die Silke dran. Ich bewege mich ein Feld nach. Erst den Marker, ach, genau, ja. Sonnenmarker. So ein genau, Feld. Deck mal das auf, was uns da erwartet. Oh, ein Gor. Ein Gor. Auf der 3. Auf der 3 kommt ein Gor. Elias gibt 2 Plättchen aus, er läuft 2 Felder. 1, 2, genau, und was erwartet uns hier? Oh, du hast ein so Wolfskraut. Ein Wolfskraut. Sehr legst gut. Legst du jetzt auf deine Tafel? Genau, Wolfskraut legt er dann auf seinen Beutel drauf. Das war sein Zug. So, die Alina, die kann. Die Alina, die Alina kann ganz viele Aktionen machen. Alina, wo willst du denn hinlaufen? Willst du da was entdecken? Dann musst du 2 Plättchen abgeben. Okay, 2 Zeitmarker. Erstmal auf ein Feld und dann aufs nächste. 1, 2. Jetzt, was erwartet uns hier, Alina? Ein Gor. Oh, und jetzt auf der 2. Ein Gor kommt wieder ins Spiel, in dem Fall der 2er. Und hier sieht er die Übersicht. Jetzt wird es natürlich richtig schwer. Nein. Ja, du darfst gleich würfeln, weil der Drache bewegt sich. Dann die Gors. Die Gors kommen natürlich auch zum Einsatz. Die Brunnen werden wieder aufgefrischt und die Würfel und die Plättchen wieder parat gelegt. Aber man sieht, das wird eine richtig enge Kiste. Beziehungsweise es ist fast unmöglich, weil der Drache schon so weit nach vorne gegangen ist. Aber es ist ja ein Abenteuerspiel, ein kooperatives Spiel. Und dann braucht man auch viele Anläufe, um sich zu einigen, wer was in welcher Runde und in welchem Zug macht. Und damit sind wir zurück. Jetzt haben wir gedacht, jetzt machen wir mal ein bisschen Pause. Papa muss ja auch was erklären, sonst kommt ihr durcheinander und wisst gar nicht, wie das Ganze funktioniert. Ihr wisst auf jeden Fall, ihr spielt kooperativ. Ihr spielt durch die einzelnen Abenteuerkarten und versucht natürlich, alle Abenteuer zu lösen. So ein Abenteuer geht circa 30, 40 Minuten, bis ihr das durch habt. Je nachdem, wie spielerfahren ihr seid, habt ihr ein Abenteuer nicht geschafft, also eine Aufgabenstellung, beginnt ihr quasi von vorne. Aber ihr müsst nicht wieder bei 1 anfangen. Die Silke zeigt hier die ganzen Karten. Ihr müsst also nicht anfangen, wieder bei 1 und vorne anzufangen, sondern habt ihr 1, 2 geschafft und 3, 4 verloren, dann könnt ihr wieder bei 3 anfangen. Das ist super gemacht und da wird die Anleitung auch immer wieder fortgeführt, wie es bei dem klassischen Andor von früher auch der Fall war. So, wie können wir das Spiel verlieren? Naja, wenn wir die Aufgabe nicht schaffen, das passiert insbesondere, wenn der Drache hier die Riedburg erreicht. Weil der Drache wird durch verschiedene Plättchen aufgedeckt, da ist ein Drache drunter, ihr würfelt und er nähert sich natürlich dieser Riedburg. Das kann natürlich passieren. Hier haben wir das Plättchen. Und dadurch wird gewürfelt und er wird weitergezogen. Es kann natürlich auch passieren hier, dass diese kleinen, na die nicht hier, diesen kleinen Gors hier, auch durch die Einzelfelder immer weitergezogen werden und hier in der Riedburg landen und auch dann gewürfelt werden. Und das ist, glaube ich, in der Spielsequenz passiert. Da waren wir nicht gut. Das war unsere erste Partie. Da ist der Drache in die Riedburg und dadurch hatten wir das Spiel verloren. Der Aufgabenplan, also der Spielplan, bleibt immer erhalten. Er wird nur immer ein bisschen neu belegt mit anderen Plättchen. Die Nebelplättchen werden platziert und so spielt ihr quasi euch durch das Abenteuer. Habt ihr quasi eine Runde abgeschlossen, also keine Sonnenscheiben mehr vor. Wird, Elias, das kannst du sagen, was wird gemacht? Dann wird hier, ich zeig's mal in die Kamera, dann wird hier einmal gewürfelt, wie viel der Drache vorkommt. Geht, genau. Mit dem Würfel, das ist eine Zahl von 1 bis 3 genau abgebildet. So weit geht er dann entsprechend vor. Dann geht's hier weiter. Die alle laufen dann immer weiter. Da müsst ihr in der Anleitung gut schauen, die stehen nicht zusammen, die verteilen sich auf einzelne Felder, werden immer auf freie Felder hier platziert. Ist halt was das kann man anders gern falsch spielen. Bei denen hier, da wird der erste dahin, der zweite dahin, der und dritte dahin, der vierte. Genau, das dahin. Ist ganz wichtig. Das nächste wird dann, hier steht der Drache auf eine 3, es kommen 3 neue Reihen. Sofern reinkommt, ganz wichtig, bei dem großen Andor werdet ihr bestraft. Wenn keine mehr reinkommen können, Gors, dann habt ihr Glück gehabt. Das ist die Junior-Version. Dann werden die aufgeschöpft. Dann nimmt jeder immer wieder seine Würfel, wenn man hier noch nicht fertig ist mit dem Klöpfen, wieder auf seinen
auf sein Tableau. Die Marker werden wieder hier draufgelegt und los geht's die nächste Runde. Wer das am Ende hatte, der beginnt die nächste Runde. Alina, wenn wir aber die Aufgabe erfüllt haben, was müssen wir immer am Schluss machen? Wir müssen immer in die Höhle. Genau, die Wölfe. Und muss ich da auch kämpfen in der Höhle oder was muss ich da? Da, man kann hier auch kämpfen. Aber was brauche ich da, um so ein Blättchen aufzudecken? Der Würfel, der zeigt was an? Eine Fackel. Oder genau. Ihr habt so eine Fackel. Die könnt ihr euch auch kaufen während des Abenteuers. Ja, die kauft man sich. Da gibt es dann Münzen. Und die Goldsiegel, Mama kann die. Und bei der Platte, wo Mama hat, da ist auch der Blitz abgezeichnet. Und mit dem kann man auch die Gors besiegen. Also, da braucht man nur einen. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht alles durcheinander euch erklärt. Ihr habt einen Überblick bekommen. Ihr wisst, es ist ein Abenteuerspiel. Gemeinschaftlich 2 bis 4 Spieler zu zweit. Genauso gut wie mit mir. Jeder übernimmt eine Rolle, hat eine Sonderfähigkeit. Ich bin der Zwerg, der richtig gute Kämpfer. Ich habe mich eher durch die Höhlen geschlichen in dem Fall. Die Alina hat mehr Plättchen zur Verfügung. Der Elias ist der Kämpfer, der hat mehr Würfel. Und die Silke ist die Magierin. Die hat einen Würfel, aber Blitze ist natürlich auch sehr stark. Ja, jetzt. Bei meinem Kämpfer, ich habe der Einzige, der viel gewürfelt hat und habe ganz viele Schwerter drauf, weil ich bin Krieger. Und ich kämpfe viel, darum habe ich auch viele Würfel und viele Schwerter. Okay, und damit kommen wir an dieser Stelle auch schon zum Fazit. Das war Andor Junior, die Junior-Version des klassischen Andor. Wer jetzt Andor noch gar nicht kennt, ja, hängt immer davon ab, wie oft ihr spielt, mit wem ihr spielt. Seid ihr geübte Familienspieler, dann könnt ihr natürlich gleich zum großen Andor übergehen. Das ist richtig toll. Das macht aber süchtig. Das ist richtig toll. Macht Spaß, hat auch eine gewisse Frustkomponente, weil es gar nicht so einfach. Da müsst ihr richtig gut spielen. Wir kennen alle Abenteuer von Andor, außer jetzt teilweise Fanlegenden. Die haben wir noch gar nicht alle gespielt, aber die ganzen Erweiterungen haben wir alle gespielt. Dadurch sind wir natürlich sehr schnell in dem Spiel drin und wissen natürlich durchaus, wie man clever hier agiert. Und die Gewinnchance liegt bei uns auch sehr, sehr hoch, sodass wir in 2 Tagen quasi alle Abenteuer hier durchgespielt haben. So, als erstes frage ich die Alina, dann der Elias, dann noch mein Fazit zu dem Spiel. Alina, grafisch erst einmal, wie gefällt dir denn die Grafik allgemein von den Plättchen? Toll. Was findest du besonders toll, so von der Grafik, vom Material? Was hätte dir besonders gut gefallen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist richtig toll? Die Figuren sehen so lustig ein bisschen toll aus. Okay, das macht dir Spaß. Und der sieht witzig aus mit dem da unten. Jetzt habt ihr aber das Problem. Und die Plättchen sind auch richtig toll hier. Ihr habt zweiteilig das Ganze. Also das ist ein Mädchen und das ist ein Junge. Je nachdem, mit wem ihr spielt, könnt ihr das Blatt... Das ist ein Mädchen und das ein Junge. Und es sind separate Figuren drin. Also ihr könnt euch dann wirklich dann entscheiden, junge Mädchen, je nachdem wer mitspielt. Und der Elias auch. Alina, dir hat es Spaß gemacht, das Spiel? Ja. Fandest du das schwierig? Du bist ja 6 Jahre. Wie bist du damit klargekommen? Ein bisschen Hilfe schon noch. Die ersten Partien sind dir schwer gefallen und am Schluss so? War es ein bisschen leichter. Der hat richtig super gespielt. Der Einzige, der blöd gespielt hat, weil er immer schlecht gewürfelt hat, war der Zwerg, das war ich. Insgesamt, wie würdest du das Spiel sagen? Okay, gut, sehr gut, Alina. Wirklich super, fantastisch. Wie würdest du das sagen? Wie ist da dein Spielspaß jetzt gewesen? Hat es dir richtig viel Spaß gemacht? Ja. Ja. Wirklich? Ja. Also, die ist ein bisschen zurückhaltend. Wir haben jetzt auch eine Weile gespielt. Deswegen machen wir das Video noch, weil wir alles aufgebaut haben. Also, die hat schon ihren Spaß gehabt. Man merkt schon an der einen oder anderen Stelle, es steht schon 7 Jahre drauf. Wenn ihr aber Kinder habt mit 6, ihr begleitet das ja. Ihr spielt kooperativ und gibt dann dem Kind dann Tipps. Das haben wir bei der Alina auch gemacht. Und hier ist bei Elias ein Junge und ein Mädchen. Genau. Und dann ein Mädchen. Elias, grafisch, wie gefällt's dir? Was fandest sehr du cool? Was fandest die du Figuren sind cool. Manche sehen noch witzig aus. Der hat da hinten Punkte. Der hat nur eine Unterhose an. Wir alle. Was? Okay. Das ist eine Unterhose, die sieht man von hinten. Ja, stimmt. Okay. Und alles cool. Und ich will noch was sagen. Da steht: Haltet zusammen und beschützt das Land Andor. Genau. Und Elias, du bist 8 Jahre. Hast du jetzt da Hilfe gebraucht? Das steht ab 7 Jahre drauf. Okay. So. Wie ist das gemeinschaftlich spielen? Da muss man schon gemeinschaftlich richtig gut spielen. Ja, da muss man nachdenken. Wenn Alina,
im ersten Szenario, da gibt es ja diesen Vogel. Diesen Falken, ja. Falken, der ist hier. Und Alina, die hat ja hier ganz viele. Wir haben nicht so viele. Was haben wir in der ersten Partie falsch gemacht? Wir sind nicht hier vorgegangen, weil der Falke, der muss hier in die Burg rein. Und das muss Alina machen, weil sie hat viele Blättchen und sie kann einmal von da bis dahin und aber da bis da zurück. Ich brauche dafür auf Brunnen, weil ich habe nur 9 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. So, Elias, wie hat es dir Spaß gemacht, das Spiel? Hat es dir jetzt richtig gut gefallen? Das war richtig toll. Es hat Spaß gemacht. Es waren 2 Tage. Jetzt Mama und Kat hier. Das machen wir richtig lang gespielt. Oftmals auch verloren. Aber ein Hinweis natürlich. Danke für dein Lieblingsregal. Sowas ja. Auf jeden Fall. War mir fast klar. So, jetzt meine Meinung zum Spiel. Abschließend natürlich. Altersangabe passt. Ab 7, 8, 6. Bisschen Hilfe kriegt ihr aber auch mit dem 6-Jährigen hin. Wer Andor schon kennt, das große Spiel, der wird das recht einfach empfinden. Wir haben hier fast einen Durchmarsch gemacht. Klar, das ist die Junior-Version, gleich darfst du nochmal. Und das hat auch super funktioniert. Wer jetzt Andor noch nicht kennt, der wird hier schon mal ab und zu mal einen auf den Deckel kriegen. Weil man muss sich da schon ein bisschen absprechen, wer was macht aufgrund seiner Fähigkeit, wer geschickt agiert. Wenn aber das große Andor kennt, da seid ihr hier richtig schnell durch. Aber es ist ein richtig schönes Abenteuerspiel für die Kinder. Es war damals und ist heute noch ein super Spiel, Andor, die Legenden von Andor. Endlich habe ich das jetzt auch mal erwähnt, weil es ein richtig tolles kooperatives Spiel ist. Und diese Junior-Version, die hat echt auch einiges zu bieten. Und ich wünsche mir, und dann darfst du dran, und ich wünsche mir, dass da noch Erweiterungen kommen. Also Inka, Markus, Brandt, ihr habt bestimmt weitere Pläne. Ich möchte einen Fluss sehen, ich möchte die Berge sehen, Gebirge sehen, wo wir uns hier durchboxen, durch die Höhlen. Wie beim großen Andor auch. Natürlich heruntergebrochen auf Familienniveau, auf Kinderniveau. Sicherlich eine Herausforderung, aber es ist ein richtig tolles Kinderspiel. Kann ich absolut empfehlen. Und jetzt darfst du was sagen. Du wolltest noch was sagen. Und der Falkisch ist auch noch hier in den Höhlen so versteckt. Den muss man zum Beispiel finden, wo der jetzt ist. Ja, aber finden muss man nicht. Wenn man aufdeckt, was passiert dann? Weißt du das noch? Man 2 Blättchen auf. Ein weiteres Blättchen, genau. Also insgesamt, Daumen nach oben für das Spiel. Absolut. Wenn ihr es euch holen wollt, schaut, war mir klar. Holt es euch gerne. Schaut mal in die unten genannten Links, wo ihr Spiele, andere Dinge auch bestellen könnt. Nicht nur Spiele, andere Produkte. Ihr könnt natürlich beim Händler vor Ort dann auch schauen. Gerade in der jetzigen Zeit, je nachdem wann ihr das Video schaut. Aber über die unten genannten Links unterstützt ihr uns. Das müssen nicht Spiele, können auch andere Produkte sein. Ihr zahlt dafür nicht mehr. Aber es wäre super, wenn ihr uns da auch weiterhin unterstützt. Ansonsten, wenn ihr noch kein Abo habt, klickt oben einfach mal drauf. Ansonsten, oder halt 10-mal. Wir machen jetzt eine Pause. Wir haben nämlich richtig lang gespielt. Das merkt man nämlich auch. Erstmal durchschnaufen und dann schauen wir einfach mal, was wir heute machen. Ich wünsche euch verspielte Tage. Bleibt gesund. Macht's gut und bis bald. Ciao, ciao.